Herr Thomas Götz jetzt beim Bulli für Weißwasser. Ist eine Legende im Verein, Ralf. Ja, der ist ewig schon dabei. Jetzt Schuss, wirklich Tor! Tor! Lee Baldwin, Bulli-Gewinn von Christian Jacques. Der legt das Bulli zurück auf den Lee Baldwin und er zieht trocken ab in die flache rechte Ecke. Keine Chance für Joe Fallon. 1:0, 16:50 noch zu spielen im ersten Drittel. 1:0 die Führung für Kaufbeuren. Das sollte Sicherheit geben, Bene. Ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Kaufbeuren immer etwas leichter tun, wenn sie das Spiel von vorne wegspielen können. Joe Fallon kann abwehren. Und jetzt wieder ein Fehlpass von hinten raus. Katastrophaler Fehlpass. Tor. Und Ausgleich für die Gäste. War Ken McGowan? Ja, der hier Stefan Feiss überwindet und das war ein hergeschenktes Tor, Bene. Ja, war Abspielfehler in der Verteidigung. Katastrophaler Fehler, wie wir es jetzt leider in den vergangenen Spielen schon öfter gesehen haben. Dann 2:1 und Ken McGowan, wir haben es angesprochen, ist erfahren, der weiß, wie man es macht und der haut ihn selber oben in den Winkel rein. Schmidt-Peter. Hi. Ja, das ist einfach die Kleinigkeiten, die fehlen. Um hier. Oh, Fehler jetzt. Beindl, Tor! Michi Beindl war es. Der das 2:1 schießt, 6 Sekunden vor Schluss. Da ist ein Zweikampf in der hinteren im Tor. Die Scheibe kommt raus. Bei dem Weißwasserraner geht auch der Stock kaputt. Ja. Bohat. Und wer dann Querpass auf den Michi Beindl, ich weiß gar nicht, wer ihn gespielt hat. Und dann standen plötzlich Beindl und noch ein Roter vor verloren frei und Beindl macht's dann. Müsste Josh Brunel gewesen sein. Josh Brunel, davon ist auszugehen, ja. Oh, er probiert's. Ja, er will da durch alle durch. Das kann schwierig werden, weil wir jetzt ein 3:2 haben. Ja, aber Beindl geht gut zurück. Tor. Und da ist der Ausgleich für die Gäste. Ken McGowan war's wieder. Kommt relativ frei zum Schuss. Und netzt 1:2:2. Das ist verdient. In Überzahl der Treffer für die Gäste. Ja, da hat der Josh Brunel versucht, den Konter zu fahren. War vielleicht jetzt im Nachhinein, ist man immer schlauer, nicht die beste Entscheidung. Vielleicht wäre einschießen und wechseln gehen die bessere Variante gewesen jetzt. Er war zu offensiv. Und er war, vor allem war Michi Beindl auch noch weit vorne gestanden. War zwar schnell wieder hinten, aber nicht schnell genug. War letztlich ein 3:2, das die freie Position für den Ken McGowan im Slot ermöglicht hat. Und die lässt er sich nicht nehmen und netzt ein. Wieder Ostwald, in der Mitte steht McGowan, jetzt kommt Götz an die Scheibe. Der liegt quer, schön gespielt jetzt von den Füchsen und zum Glück, aus Kaufbeurer Sicht natürlich. Tor jetzt für die Füchse. Ja, von der blauen Linie. Parkonen war es, glaube ich, oder? Wer war es? Ja, Posivil war es. Posivil, okay. Zweites Powerplay-Tor für Weißwasser am heutigen Abend. Die Führung ist verdient, das muss man ganz ehrlich sagen, allein schon wenn man jetzt das zweite Drittel noch mit reinnimmt hier. Gibt es nichts zu deuteln, verdiente Führung für die Gäste hier nach. Ei, Katastrophenpass von Josh Brunel, der hier den Marc Schmidt-Peter sucht, aber beim Spieler von Weißwasser hängen bleibt. 3:2, Helder McGowan. Tor! Ja! Ins kurze Eck auf der Fanganzeige schlägt er ein. 77, Darren Helder war es. Der Schuss von Darren Helder zum 2:4 für Weißwasser. Und das ist auch verdient. Auch das ist verdient und ich weiß nicht, ob der ESVK heute noch das Zeug hat, zurückzukommen, Ralf. Ja, es wäre, die Zeit wäre noch da an und für sich. Könnte es nur wieder wiederholen. Die Zeit wäre da, nochmal zurückzukommen. Aber es ist ein langer Weg und es wird schwer werden. In Kaufbeuren. Und geht doch zum Tor, aber geht vorbei. Knapp neben das Tor. Damit Icing. Ja, aber Spiel ist zu Ende. Spiel ist zu Ende, wird kein Bulli, wird kein Anspiel mehr geben. 2:4 verliert der ESV Kaufbeuren hier heute